Hallo sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, willkommen zurück zu Let's Play Warfront Turning Point. Ja, im letzten Part haben wir auf der Map Shortcuts wieder einen weiteren Sieg errungen und dieses Mal steht es 10 zu 4. Und heute machen wir weiter auf der nächsten Karte und zwar namens All Seeing Eye, das allsehende Auge. Interessanter Name, eine Anspielung auf Illuminaten oder was? Und für heute habe ich eine weitere Challenge jetzt vorbereitet, und zwar diese Challenge nennt sich die Kharkov Challenge. Bei dieser Challenge darf ich nur die Kharkov Panzer bauen, Infanterie ist erlaubt, Flugzeuge sind erlaubt, Helden sind erlaubt und natürlich die Kharkov Panzer sind erlaubt. Und ich meine auch nur die Kharkov Panzer sind erlaubt. Alle anderen Fahrzeuge sind nicht erlaubt. Gut, ich hoffe, das war auch auf jeden Fall schon verständlich. Wir werden jetzt gegen die Amerikaner kämpfen. Und ja, wir spielen das auch natürlich. Ich mache das jetzt 1 gegen 1. Und ich werde jetzt mal anfangen. So, dann beeile ich mich jetzt mal mit dem Bauen. Für die Kharkov-Panzer müssen wir die dritte Technologiestufe erforscht haben. Und dazu müssen wir auch noch das Forschungszentrum gebaut haben, wo wir auch noch die Kharkov-Saserei und die Doppelschichten da auch noch erforschen müssen, damit wir auch dann ein paar Bonis für den Kharkov-Panzer dann freischalten können. Und wie ich schon gesagt habe, der Kharkov-Panzer, also in Wirklichkeit nannte er sich nicht als Kharkov-Panzer, sondern das war der T-35er. Und obwohl er schon ein richtiger Koloss war, hat er sich aber in Wirklichkeit nicht so brachial gezeigt, wie man es jetzt vermuten würde. Klar, es war schon ein richtig großer Superpanzer, aber so groß effektiv war er jetzt nicht. Er hat sich schon besonders effektiv im sowjetisch-finnischen Krieg gezeigt, aber als die Wehrmacht dann die Sowjetunion angriff, da war er nicht so effektiv, und soweit ich weiß, hat man ihn dann im Jahre 1941 dann, oder war das 42? Entweder 41 oder 42 hat man ihn dann komplett, also dann hat man seine Produktion dann komplett abgebrochen. Und dann hat man sich dann für den T-34er dann entschieden, der auch dann als Wendepunkt des Krieges dann, der dann zum Wendepunkt des Krieges dann wurde. In diesem Spiel finde ich es auch irgendwie komisch, dass der T-34 hier schon ja als guter Panzer gezeigt wird. Aber der T-35er, der wird hier schon als Superpanzer gezeigt, obwohl, also ich würde lieber da den IS-2 oder den IS-3 Panzer als den Superpanzer machen und nicht den T-35er, aber es ist auch gut. Hoffentlich werden wir nicht schon vom Feind erwartet. Was soll errichtet werden? Pionier, einsatzbereit. Sie brauchen Hilfe? Ich baue nochmal eine Fabrik, weil ich werde die auf jeden Fall hier massiv dann hier produzieren. Um weitere Kharkov-Panzer zu produzieren zu lassen. Also sagen wir mal, die maximale Anzahl, die ihr normal bauen könnt, sind 2 bis 3. Aber wenn ihr weitere bauen wollt, dann müsst ihr weitere Fabriken dann erbauen. Mit jeder neuen Fabrik könnt ihr dann einen weiteren Kharkov-Panzer bauen. Es ist ein bisschen blöd gemacht, kann ich verstehen, aber ja, anders geht es nicht. Plan. Gebäudebau abgeschlossen. Sie
Gegend wirklich sicher? Sie brauchen Hilfe? Hoffentlich werden wir nicht schon vom Feind erwartet. Ich finde es komisch, dass die Amis mich hier jetzt überhaupt nicht angreifen. Sind die da gerade bei McDonald's oder was? Machen die gerade eine Pause? Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Upgrade abgeschlossen. Upgrade abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. So, Maulwurf ist auch bereit, sehr schön. Was? 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 Ah, das sind die Amerikaner. Ich dachte schon, die werden jetzt hier überhaupt nicht kommen. So, dann erobern wir mal die Ölfelder. Die gehören nämlich der Sowjetunion. Und nicht den Amerikanern. Lassen Sie mich das machen. Geben Sie mir ein Ziel. Auf in den Kampf, wie ich es liebe. Ja, für die Heimat. Bereit. Kein Grashalm. Wir machen da ordentlich ein Level up. Gemeinsam sind wir stark. Was? Abmarsch. Ja. Soldaten zur Stelle. Pionier meldet sich zur Stelle. Einsatzbereit. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Pionier meldet sich zur Stelle. Eingenommen. Okay. Was soll errichtet werden? Wie Sie wünschen. Pionier einsatzbereit. Okay. Pionier meldet sich zur Stelle. Gebäudebau abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Sie brauchen Hilfe? Ist die Gegend wirklich sicher? Forschung abgeschlossen. Was soll errichtet werden? Wie Sie wünschen, Genoss. Pionier meldet sich zur Stelle. Ich hasse diese Lags. Tut mir leid, jetzt Zuschauer und Abonnenten, falls das bei euch hier mächtig laggt. Bei mir ist es auch gerade dasselbe. Ich kann es mir nicht anders erklären, warum das Ganze passiert. Ja, wie dem auch sei. Ihre Befehle, Genosse. Gebäudebau abgeschlossen. Gebäudebau abgeschlossen. Gebäude eingenommen. Gebäudebau abgeschlossen. Gebäudebau abgeschlossen. Sie brauchen Gebäude eingenommen. Gebäudebau abgeschlossen. Hoffentlich werden wir nicht schon vom Feind erwartet. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Pionier, meldet sich zur Stelle.
Schon komisch, ich dachte, die Amis haben schon auch vor mir hier ein paar Ölfelder eingenommen, aber nein, haben die nicht. Na, wie auch immer, das ist deren Problem. Hauptsache, ich habe jetzt eine sichere Geldquelle und ich kann jetzt meine guten Karkow-Panzer bauen. Jetzt geht's los. So, Karkow-Raserei ist jetzt auch fertig. Sehr schön. Damit wird unser Karkow-Panzer jetzt zu einem richtig großen Monster. Abgeschlossen. Gebäudebau abgeschlossen. Upgrade abgeschlossen. Okay. Gebäudebau abgeschlossen. Upgrade abgeschlossen. Pionier einsatzbereit. Gebäudebau abgeschlossen. Wie Sie wünschen, Genosse. Ich hoffe, die Amerikaner sind bereit für das, was ich denen gerade hier vorbereitet habe. Gebäudebau abgeschlossen. Tut mir leid, ich musste gerade niesen. Ich hoffe, ich bin nicht erkältet oder so. Ja, wieder mal ist die Mine erschöpft. Große Klasse. Warum bin ich nicht überrascht? Ja, der hat hier seinen Spaß. Er verkauft hier einfach nur Wodka und ja, er verkauft nur Wodka. Gebäudebau abgeschlossen. Sehr schön, die Mine ist nicht besetzt. Upgrade abgeschlossen. Das heißt, wir können da jetzt unseren weiteren Vorposten bauen. Pionier
Puh, ich dachte schon. Okay. Sie brauchen einen Schützen. Erwarte Anweisungen. Ihre Befehle? Auf den Weg. Erwarte Anweisungen. Unterwegs ins Zielgebiet. Wir werden angegriffen. Ich soll mich so oft angreifen, wie die wollen. Ich habe meine Karkow-Panzer hier. Sollen die doch nur versuchen, mich hier aufzuhalten. So, Jungs, ihr bleibt mal schön hier. Aber ich bin mir sicher, die werden gleich von der Brücke da runterkommen. So, die Pioniere sind da. Dann mach mich mal in die Arbeit, Jungs. Denn die Mine gehört jetzt uns. Gebäudebau abgeschlossen. Dankeschön. Sie brauchen Hilfe? So, bauen wir hier einen weiteren Propagandaturm auf. Und ich glaube, hier wäre auch ein perfekter Platz für weitere Waffenfabriken. Damit wir auch noch weitere Karkow-Panzer bauen können. Oh, das wird mir gleich sehr gut gefallen. Ich glaube, die Amerikaner werden gleich nicht wissen, was die da getroffen hat. Was soll errichtet werden? Okay. Sie brauchen Hilfe? Ihr Wunsch ist mir Befehl. Was soll errichtet werden? Wie Sie wünschen, Genosse. Gebäudebau abgeschlossen. Gebäudebau abgeschlossen. Gebäudebau abgeschlossen. Gebäudebau abgeschlossen. Gebäudebau abgeschlossen. Pionier einsatzbereit. Wir werden angegriffen. Ich dachte schon. Oh oh, das ist nicht gut. Wo ist der Feind? Wir fahren los. Ja, die Bomber können schon hier mächtig Ärger für die Karkow-Panzer machen. Wenn die es dann so haben wollen, kann ich gerne hier auch ein paar Flakgeschütze aufbauen. Mal schauen, wie ihnen das gleich gefallen wird. Ich habe genug Kohle. Ich kann hier auch die gesamte Festung mit Flakgeschützen jetzt hier aufmotzen. Mal schauen, wie die dann da vorbeikommen werden. So, prüf mal hier, ob da auch alles clean ist. Clean, ey, was rede ich da? Ob da auch alles sauber ist? Diese blöde Artillerie. Ich glaube, so sollte es reichen für die Flakgeschütze. Damit wären die schon in der Lage, ein paar Bomber auszuschalten. Gebäudebau abgeschlossen. Gebäudebau abgeschlossen. Gebäudebau abgeschlossen. Gebäudebau abgeschlossen. Pionier einsatzbereit. Gebäudebau abgeschlossen. Sehr schön. Befehl.
Dann wird es jetzt Zeit für den Flugplatz. Wie ich schon gesagt habe, bei dem Kharkov Challenge ist es erlaubt, nur die Kharkov Panzer zu bauen. Infanterie mitsamt den Helden ist erlaubt und Flugeinheiten sind erlaubt. Nur man muss bedenken, man darf von Fahrzeugen nur Kharkov Panzer bauen. Alle anderen Fahrzeuge sind nicht erlaubt. Eine würde noch passen. Ja, bauen wir da mal auf. Also im Moment sieht es noch gut für uns aus. Die Amis machen keinen großen Druck. Ich glaube, die wissen auch schon, mit wem die es jetzt hier zu tun haben. Die werden sich jetzt das bisschen anders überlegen. Und daher habe ich auch jetzt ein bisschen Zeit, hier auch etwas Druck zu machen. Bevor die dann gleich anfangen, mir den Druck zu machen. Gebäudebau abgeschlossen. Wie Sie wünschen, Genosse. Fallschirmspringer verfügbar. Gebäudebau abgeschlossen. Upgrade abgeschlossen. Luftschlag verfügbar. Pionier einsatzbereit. Okay. Da sind die amerikanischen Flugzeuge noch dabei. Gebäudebau abgeschlossen. Sie brauchen Hilfe? Die blöden Mustangs. Fallschirmspringer verfügbar. Abmarsch! Gebäudebau abgeschlossen. Pionier meldet sich zur Stille. Fallschirmspringer verfügbar. Upgrade abgeschlossen. Okay. Luftschlag verfügbar. Gebäudebau abgeschlossen. Ihr Wunsch ist mir befehlt. Luftschlag verfügbar. Luftschlag verfügbar. Sehr schön. Wir haben auch sogar Väterchen Frost. Wir werden noch dazu noch. Tja, ihr habt euch einen sehr schlechten Zeitpunkt ausgesucht. Aber ich habe so ein Gefühl, dass sie diesen Flugzeug da geschickt haben, um die Lage auszukundschaften. Das bedeutet, ich muss mich gleich hier richtig bereit machen. Vielleicht wird es hier Feuerwerk geben. Gebäudebau abgeschlossen. Hoffentlich werden wir nicht schon vom Feind erwartet. Upgrade abgeschlossen. Diese Mine ist auch nicht versetzt. Ich finde es schade, dass die Infanterie hier diese Minen hier nicht erobern kann. Schade, schade. Aber wir können immerhin diese Stellung dann hier kurz halten, bis die Pioniere dann den Vorposten dort aufgebaut haben. Luftschlag verfügbar. Also im Moment ist es zu ruhig. Was? In Ordnung. Erwarte Anweisungen. Wir werden angegriffen. Bitte entscheiden Sie schnell. Diese verdammten Schweine. Keine Munition mehr! Ich brauche Munition! Für die Heimat! Alles klar. Dann gebe ich euch jetzt auch einen kleinen Bombengeschenk.
Ne? Hat es euch gut geschmeckt? Ach, warum nicht? Wir geben denen auch noch ein paar Bombardierungen. Oha, sogar den Flugplatz noch dazu erwischt. Ja, das kommt davon, wenn ihr mich hier ärgert. Gorkov, bereit! Sie brauchen einen Schützen. Alexei. Bogdochna. Flug wird angetreten. Wir werden angegriffen. Macht sich fertig, Genossen. Die haben den Wodka in der erwischt. Ich brauche Munition! Für die Heimat! Oh! Keine Munition mehr! Ich brauche Munition! Wir brauchen medizinische Hilfe! Wir leben Schaden! Herzliche Beschwerde, eine Insekte! Da kommen auch unsere Fliegerasse. Nehme ich jetzt nochmal. Ja, ich hätte da lieber die Bomber lieber ausbilden sollen als die Jagdflugzeuge. Okay, die Fallschirmtrupps sind schon alle bereit. So, dann geben wir ihnen jetzt noch eine kleine Überraschung. Na Jungs, eisgefällig? Meint ihr mir da alles? Fallschirmspringer verfügbar. Fallschirmspringer verfügbar. Einer hat's erwischt, der andere hat noch überlebt. So Jungs,
Ich brauche euch hier mal kurz. Die anderen Gebote möchte ich hier lieber erobern. Gemeinsam sind wir stark. So Jungs, dann erobern wir mal hier ein paar Gebäude für die Sowjetunion. Wie Sie wünschen, Genosse. Ihrem Befehl wird Folge geleistet. Es ist meine Pflicht, Genosse. Zerstört ihn erstmal. Hier wird jetzt nichts mehr gebaut. So, der Kommandoposten der Alliierten gehört jetzt uns. Tja, Amis, ich würde mal sagen, ihr verpisst euch jetzt mal ganz schnell. Sonst gibt's dann Ärger. Der Radar gehört auch uns. Sehr schön. Luftschlag verfügbar. Luftschlag so, verfügbar. Aber scheinbar wollen die noch nicht aufgeben. Das bedeutet, einige Truppen haben noch überlebt. Große Frage ist natürlich, wo? Vielleicht ist da auch der Einzige hier. Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, hier gibt es noch ein paar Panzer. Da bin ich mir sowas von sicher. Aber wir schauen jetzt das mal. Alles klar, dann war er der Einzige. 11-4, Leute. 11-4. Also, wir liegen deutlich im Vorsprung. Also, ich weiß nicht, wie die Wehrmacht bzw. die Alliierten das aufholen werden, aber wie gesagt, ich habe schon 7 Punkte jetzt vollbracht. Wir sind auf jeden Fall im Vorteil. So will ich das sehen. Sehr schön. Boah, du meine Güte, der hat 90 Einheiten verloren. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber gut. Ja, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Part bei Let's Play Warfront Turning Point. Bleibt auf jeden Fall dran, wir werden dann weitermachen und wir werden auch schauen, wie es da alles weitergehen wird.